Ja, guten Abend, die Damen und Herren. Ich bin Ihr Gastgeber, der liebe Kreuzgüner. Und ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Show, die da heißt Koi Plays Banjo Kazooie. Dieser Text wurde nicht abgelesen oder sonst irgendetwas. So, jetzt aber mal wieder vollkommen normal. Wir haben hier gerade einen geheimen Schalter entdeckt, der gleich neben dieser Tür zu finden ist. Sehr geheim. Oh ja, Chrissy. Wie sieht eigentlich unsere Gesundheit aus? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal eine Barrel Roll. Ach so, war ein bisschen angeschlagen. Da hätte uns der Maulwurf mal wieder gleich ein bisschen Liebe gegeben. Würde ich mal so fast sagen. Ich schließe mal kurz meinen Laptop. Der nervt so ein bisschen im Hintergrund. Und mein Ohr juckt. Ah, ich hoffe, man hört das nicht. Man hört bestimmt so ein leises Knacken und Knistern und alles, aber... Aber einen einzigen Move könnt ihr hier erlernen. Aber der ist gut versteckt. Ich weiß, wo er ist. Genauso sicher, wie ich diese Krabbe gerade fertig gemacht habe, genauso sicher habe ich diesen Move in Erinnerung, wo er zu finden ist. So, diese Welt ist einer meiner absoluten Lieblingswelten. Allein wegen dieser Musik. Es ist einfach wunderschön mit anzuhören und auch deswegen. Habt ihr das gehört? Dieses. Da macht es nämlich auf einmal sowas hier. Also ganz ehrlich, diese Viecher, die haben mir damals so einen gigantischen Schrecken eingejagt. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Ja, Glückspilze, ich bin eine goldene Feder der Unverwundbarkeit. Bottles weiß mehr. Oh, das wollte ich gar nicht. Also hier wollte ich gar nicht so hin jedenfalls. Achso, das ist der Start, genau. Hier war sonst nichts weiter. Hier auf, in dieser Welt werde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht alle Noten finden, denn das ist die Welt ist ziemlich komplex, so wie ich sie in Erinnerung habe. Und dementsprechend kann man die aber auch töten. Also das hat mir damals immer auch sehr viel Vergnügen bereitet, die einfach mal zu töten, bevor man dann die Zähne von diesen kleinen Viechern spüren konnte. Seht ihr diese zwei Noten da zum Beispiel, hätten wir am Ende höchstwahrscheinlich gefehlt. Einen gelben Jinjo! Einen kleinen Japsen Jinjo! Nochmal am Rand erwähnt, ich hab natürlich nichts gegen andere Rassen oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur als Scherz gemeint. Aber falls jemand das nicht verstehen sollte, dann hat dieser jener... Was hat er denn? Genau. Pech gehabt, dann haben wir einfach mal drauf Benjo versteht mich. Er ist ein sehr guter Freund von mir, würde ich mal fast vermuten. Und dementsprechend kommen wir jetzt gleich zum großen Feature dieser Welt. Die ganze Welt hat sich so ein bisschen aufs Unterwasser spezialisiert, deswegen ist sie auch nicht nur teilweise, also sie ist nicht nur meine Lieblingswelt, sondern auch meine absolute Albtraumwelt. Und da vorne seht ihr schon das Monster, was diese Welt prägt. Das hat mir übrigens Albträume bereitet damals. Im Müll zerkleinert alte Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Da hatte ich immer Angst, dass mich der verschlingen könnte, wenn ich denn hier jetzt gerade so. Hier jetzt so schwimme, weißt du? Ganz, ganz schreckliche Erinnerung. Was heißt ganz schreckliche? Es ist wunderschön. Kann er sich auch mal entscheiden? Nein, natürlich nicht. So, das erste, was wir gleich mal machen, ein Kindheitstraumata von mir aufzurollen. Und zwar müssen wir, ihr kennt mich ja und die Unterwassersteuerung, wir müssen nach dort unten. Das machen wir gleich mal zum Anfang. Und dafür müssen wir ganz schnell hier lang. Und da seht ihr ja schon, die Kette ist am Boden fest gemacht und dementsprechend müssen wir jetzt hier runter. Und hier unten haben wir zwei Feinde. Einmal die Kamerasicht und einmal die Musik. Und natürlich diesen Schlüssel. So, aber wir müssen das natürlich nicht unter Zeitdruck machen, denn der gute Kollege da hinten hat uns lieb
und gibt uns ein wenig Luft, wenn wir es denn erreichen. Genau. Habt ihr gesehen? Unsere Leben wurden ein bisschen aufgeführt. Ich glaube, das hat er da auch gerade erzählt. Aber dreimal durchgeschwommen und schon haben wir den Lieben hier von seinem Amboss befreit. Und dementsprechend kriegt er jetzt gute Luft, gibt uns einen Puzzleteil dafür, wie ihr jetzt sehen werdet. Sehr schön, fantastico, würde ich sagen. Aber wir schnappen uns natürlich noch. Danke für die frische Luft. Eure Belohnung wartet. Genau, und das, oh, ich hasse es. Also, Unterwassersteuerung. Eklig. Ganz eklig. Und, oh Gott. Bevor wir irgendwas machen. Scheiße. Dreck. Dreck. Gott, ich hasse es. Ja, oh, gut. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch einen Ginger gibt. Übrigens. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Und dementsprechend schnappen wir uns jetzt noch die Noten. Die Noten, Dankeschön. Und die Note hier bitte auch noch gleich. Ja, nee, nee, ja, noch ein bisschen zur Seite. Ja, okay, gut. Die haben wir. Hä, ist die gerade der Respawn, die Note? Oder bin ich einfach doof gerade? Ja, ich bin eindeutig gerade so ein bisschen doof. Fuck, 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 fuck. Eben. Nichts wie weg gleich hier. Aber wir brauchen... Oh Gott, ich hasse das, ich hasse das. Vielleicht kriegen wir doch 100% von den Noten, aber das ist durch eine seelische Tortur meinerseits verbunden. Wir brauchen... Ernsthaft, Mann. Wir holen dich gleich, blauer Jinjo. Alkoholismus-Jinjo. Okay, wir sind fast soweit. Oh Gott. Oh. Okay, gut. Wir holen jetzt noch den kleinen Alkoholiker da hinten. Aber erstmal holen wir uns noch das hier. Sonst überleben wir das wahrscheinlich nicht. Und jetzt den Alkoholiker. Komm, Alkoholiker. Ich meine natürlich Außerirdischer. Aber den Alkoholiker schon? Nee, den Alkoholiker haben wir noch nicht. Und wir müssen jetzt ganz schnell nach oben. Oh Gott, schaffen wir das überhaupt? Oh, fuck. Oh, Jesus Christ. Oh, God damn you. Nein, nein, nein. Ja, doch, schaffen wir. Das schaffen wir locker, Leute. Ist alles im Reich des Machbaren. Wir können hier noch 20 Stunden unter Luft bleiben. Unter Wasser bleiben. Wir haben ja unendlich Luft. So, gut gemacht. Das war schon mal, das war schon mal ganz nett. So, auch hier so ein kleines, nettes Detail. Der Typ blutet. Das ist Fleisch hier von ihm. Also, das ist schon leicht eklig. Würde ich mal sagen. Also, das hat mich damals auch schon so ein bisschen verstört. Und, aber hey, das ist ja alles noch im Bereich des Machbaren. Ihr merkt ja, ich bin ja noch die normalste Person der Welt. Naja, auf die Schwanzspitze müssen wir, also jetzt können wir, da wir ihn befreit haben, haben wir sehr viele Möglichkeiten gewonnen. Und, ja, erstmal holen wir uns das Puzzleteil. Puzzleteil. Bitte, bitte. Meine Zähne tun weh. Ich hab zu viel gefressen. Hier die Augen. Zu cool. Zu cool. Xiel. Aber das können wir natürlich beheben. Wir können hier auf diese komischen Plattformen gehen. Dann haben wir ja ein paar Eier. Ein paar. Und ihr seht ja die Zähne, die wir abschließen müssen. Okay, einmal noch. Schön wäre, wenn man denn auch mal die Kamera so ein bisschen stillhalten könnte. Ja, das war Nummer 1. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Klinker hat die Belohnung verschluckt. Auf diese... Okay, das war nicht gut. Aber ich glaube, die Belohnung ist jetzt schon anwesend, kann das sein? Boah, habt ihr das gesehen? Super. Fantastico. Sehr schön. Dann gehen wir rein. Oh, ich habe vorhin die Zähne gar nicht übersprungen. Ja, gut. Bukom ist auch nicht schlecht. Aber wir wollen nochmal raus. Und wie ihr seht, ein Teil der Welt ist im Inneren dieses gigantischen Hais. Und ja, das wird noch sehr lecker da drin. Muss ich euch mal so glatt sagen.
So, erstmal holen wir uns das Puzzleteil und. So, aber wir wollen noch nicht rein, denn ich möchte erstmal das Schlimme zuerst und dann der lustige Teil. Jetzt haben wir erstmal. Wir müssen nämlich in diese Röhre, die ihr da unten seht, da müssen wir einmal durchschwimmen. Und das ohne Sauerstoff versorgenden Fisch. Und das ist eine Tortur. Mit der komischen Wasserphysik hier und so, das ist, wie gesagt, einer der größten Kritikpunkte meinerseits. So, denn hier sind ganz schön viele nur. Okay. Also es ist machbar auf jeden Fall, aber damals hatte ich mein helles Vergnügen. Da bin ich dann echt unkontrolliert durch diese ganzen Abwässer hier geschwommen. Die brauchen wir nicht. Und das war's, glaube ich, auch schon. Da gibt's noch ein paar Eier. Mehr aber auch nicht. Alles klar, gut. Dann tauchen wir mal kurz auf, wenn der komische Herr Fisch hier nicht im Weg wäre. Dankeschön. Super, danke. Ja. Ach, ja. Oh ja, doch. Ich sehe schon, was da noch hinzukommt. Noch so ein kleiner leckerer Run. Und zwar, wir müssen jetzt hier durch das kleine Rohr schwimmen. Und ihr habt ja gerade das vergitterte Fenster gesehen. Falls nicht, ich zeige es euch in dem Replay. Dass ich jetzt bestimmt nicht noch Ätzel anfertigen werde. Habt ihr gedacht, wa? Habt ihr gedacht. So, hier müssen wir ein bisschen schnell sein. Ansonsten steht uns ein grausamer Tod bevor. Und ich finde ja, ertrinken ist einer grausam. Senaten zu sterben. Ja, also wirklich, kommt, überlegt mal. Überlegt mal die grausamsten Arten zu sterben. Ich glaube, lebendig verbrennen ist ganz weit oben und ersticken. Sei es jetzt unter Wasser oder sonst irgendwie. Tja. Aber das wollen wir natürlich. Wir sind fröhliche Hunde. Wir können das ja alles, ne? Wir denken ja nicht über den Tod nach. So, da hinten geht's raus. Hier gibt es meiner Meinung nach noch irgendwas von Bedeutung. Muss ja, ja, der Alkoholiker. Hi. Ich bin Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker. So, das hätten wir auch geschafft. Und dann tauchen wir mal kurz auf. Blop, 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 blop. So. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Nee, da geht's raus. Da wollte ich rein. Nee, wartet mal. Das ist die gleiche Röhre. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz so ein bisschen in die Höhe. Ja, doch, wir gehen mal ganz kurz ein bisschen weiter nach oben. Wir töten mal ganz kurz dich hier. Das ist ja hier so ein bisschen schräg, deswegen müssen wir da so ein bisschen auch ein bisschen schräg sein. Da. Okay, wir wollen nach dort. Kriegen noch ein paar Federn, kriegen ein paar Eier, ein paar goldene Federn, noch mehr Eier, rote Federn, eine versteckte Note und ein Leben. Aha. Und dann. Oh. Lalalala. Das war natürlich beabsichtigt, dass wir da so viel Schaden fressen. Und, oh Mann, ey. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es das nochmal so ein bisschen. Ja, genau, da hinten gibt es eine Kletterpartie. Naja, fast. Auf jeden Fall noch ein Leben. Ein unnützes Leben, welches wir wirklich absolut nicht brauchen. Kuppel. Aber alleine um. Oh Gott, wo muss ich hin? Ach ja. So. Und dann geht es hier hin. Und noch ein paar Noten hier rein. Ne? Kostet die Welt. Ich meine, wir brauchen immerhin 60 Stück davon. Denn ohne diese 60 Noten, ihr wisst das ja, ihr kennt das ja ganz genau. Und das war's auch schon wieder hier. So ein Mist aber auch. Wo geht's denn hier noch hin? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hasse es. So, okay. Wir gucken mal ganz kurz auf den Rücken des Sharks. Das heißt, wollte ich gerade sagen. Okay, okay, okay. Da müsste eine
Latte sein da unten? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal auf den Schwanz. Wir gehen ihn erstmal auf den Schwanz. Und dann mit diesem wunderschönen Ausblick. Nein! Nein! Egal, gut, dann machen wir es anders. Dann gehen wir erst hier hin. Notenteile, Quatsch, Noten. Puzzleteile pro Minute, keins. Pro Puzzleteile pro 15 Minuten, ein paar mehr. So, egal, wir kriegen hier so eine kleine Kampfszene. Und zwar, hier sind die mutierten Krabbeln. Das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf geben wir es her. Easy. Kennt ihr die Krabben? Die sind nicht wirklich stark. Und sind nur ein paar zahlreiche Krabben. Ansonsten absolut nichts. Gut. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Ja, Dankeschön, würde ich mal fast sagen. Wir steigen mal ganz kurz auf die gute Kazooie. Holen uns hier die Münzen. Die Noten. Noten. Danke. 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 Oh, Steuerung, ganz ehrlich. So, das war's mit den Noten hier unten. Und dann gehen wir einfach mal in die Höhe. In die Höhe, bitte. Dankeschön. So, und wir kriegen noch ein Puzzleteil. Und. So, ja, das war der kurze Abflug in die Abflug, das können wir in dieser Welt, glaube ich, doch. Oder einmal können wir es machen. Einmal können wir in dieser Welt fliegen. Und dementsprechend könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich schon sehr drauf. Naja, eigentlich. Weil das, was wir dafür machen müssen, ist wirklich ziemlich eklig. Und hier oben habt ihr gesehen? Eine leere Honigwabe. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie wir da ankommen. Da oben, glaube ich, ist ein Gitter vor. So, ich habe gesehen, wo wir lang müssen. Wir müssen einfach hier einmal nach links. Kommen kurz hoch, danke. Reich mal die Flosse, Genosse. Der müsste immer noch tot sein. So, damit. Ich habe doch gerade schon wieder einen Gingerbread, oder? Ja, wer gibt uns denn die Erde? Hier unten ist ein. Dankeschön, Mr. Ja, was für Klischees gibt's denn mit einem Orangen? Du hast zu viel Möhren gegessen. Ganz, ganz harte Diskriminierung hier. T-Skills, T-Skills. So. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es da drinnen was gab, aber ich glaube nicht. Ich sag jetzt einfach mal, da gab es nichts drinnen. Und jetzt können wir, wir versuchen das nochmal mit dem Schwanz, würde ich sagen. Ah, nee, Quatsch. Wir versuchen mal was anderes. Ihr habt ja gerade gesehen. Das Ding hier können wir als Sprunghilfe nehmen. Dann passiert denn etwas sowas. So. Oh, ah, eklig. Oh, ich hasse es. Also diese ganz genauen Sachen hier. Ja, das meine ich. Au! Verdammt nochmal, kannst du nicht mal ein bisschen weicher sein, du metallener Freund? Ekelhaft. Ganz ekelhaft. Ich schieße dir ins Auge. Nee, das war falsch. Siehste? Jetzt schieße ich dir einfach mal ins Auge. Hättest du nicht gedacht, dass ich das echt durchziehe? Oh Gott, Leute. Ich wollte das jetzt auch nicht abfedern. Seine eigene Dummheit sollte man nicht abfedern. Und ganz vorsichtig. Nee, ganz vorsichtig. Ganz sensibel. Komm schon, du bist ein sensibler Bär. Wir haben 260 Noten. Das bedeutet für uns was? Wir können in eine neue Welt. Nicht nur in eine, sondern in Dutzende Welten stehen uns auf. Ja. Guten Tag. So, 5 von 10 Puzzleteilen haben wir schon mal. Das ist schon mal ein guter Stand der Dinge. Und dementsprechend gehen wir jetzt erstmal wieder auf den Schwanz der Dinge. Auf den Schwanz. Und versuchen, uns dieses Mal ein bisschen besser
zu arrangieren mit der Steuerung. Gott, was muss man hier machen? Ich glaube einfach gegen. Das hat keiner gesehen. 66 Noten, da fängt das Leben an. Mit 66 ist die Zahl des Satans. Naja, so ein kleiner Abstecher jedenfalls. Apropos kleiner Abstecher. Ich habe da schon mal... Oh Gott. 66, da gibt es ja so eine Art Ritualmörder. Und die sind denn zu faul, um für den großen Satan nicht 666 Mal ins Opfer zu stechen, um die Zahl zu symbolisieren. Nee, die machen das einfach nur 66 Mal und denken sich von wegen, ja, die anderen Male kann sich denn der liebe Satan selbst nehmen. Und ganz ehrlich, das kann doch denn der Satan gar nicht erlauben. Der hat doch auch keine Zeit, Mensch. Wisst ihr, das kannst du doch einfach nicht dem Satan antun, so was. So, jetzt aber, bam, ja genau, einfach einmal draufhauen. Hätte man sonst, in jedem anderen Spiel hätte man jetzt Schalter finden müssen, um Glück. Aber hier bei Banjo-Kazooie doch nicht, ne? Nee. Sowas gibt's hier nicht. Ja. Ich glaube, soweit sind wir dann in dem Außenbereich fertig. Es sei denn, ich habe noch irgendwas vergessen, dann sind wir noch nicht fertig. Das klingt komisch, ist aber so. So, da hinten gibt's nichts mehr, da gibt's nichts mehr, da gibt's nichts mehr. Gut, die restlichen 30 Noten. Habe ich das richtig in Erinnerung? 70, glaube ich, haben wir jetzt gesammelt. Ja, so ungefähr auf jeden Fall. Die restlichen Noten müssten wir jetzt im Inneren dieses wohlgenährten Hais finden. Ach, komm schon. Ich will doch bloß in dich reinspringen. Springen. Rein. So. Dementsprechend sind wir jetzt drinnen. Ach so. Genau, hier brauchen wir einen neuen Move für. Und jetzt machen wir erstmal... Ach so, genau, da kriegen wir die Glubschäugelchen. Und da hinten, gibt es den Move da hinten? Nee, den gibt's hier. Meiner Meinung nach gibt es den besagten Move hier. Nein, es gibt ihn nicht. Komm kotzen. Übrigens, apropos zum Kotzen. Oh, die Musik. Oh, Kindheitstraumata. Da haben wir noch, ach, jetzt haben wir 80. Ein paar sind noch. Ach, komm. Aua, Gott. Wie blöd stelle ich mich gerade an, bitte. Sagt es mir. Oh nein, jetzt muss ich auch noch tauchen. Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht erstmal... Oh nee, ich hasse es tauchen. Ich hasse tauchen. Ja gut, reicht. Reste, die können uns doch gar nichts. Diese kleinen, Gott, die sind so eklig. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Ich glaube, Darmtentakel, die wir auch haben. Jeder jedenfalls. Wir haben natürlich keine Darmtentakel. Meine Damen und Herren. Sowas besitzen wir nicht. Übrigens, das ist noch der leichte Teil. Oh Gott, wir müssen... Okay, das wird jetzt ein bisschen nervig. Wir machen erstmal das Puzzleteil, würde ich sagen. Und das geht auf Zeit. Da müssen wir ein bisschen schnell sein. Und dementsprechend haben wir echt nicht ganz so viel Zeit. Am ekelhaftesten. Ach, scheiße. Da war es schon soweit. So. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Wir sind ja gleich durch, Leute. Wir sind ja gleich durch. Die Welt dauert jetzt auch nicht mehr allzu ewig. Ah, das ist, also hier das Zeitfenster ist echt sehr knapp bemessen. Dann musste echt Gott sein. Gott unter Frankreich. Guck, seht ihr das? Ich meine, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Dementsprechend haben wir uns ungefähr... Wie viele Sekunden waren das jetzt am Ende? 6 Sekunden oder so? Das war schon nicht ganz so gut mehr. Nee. Aber wir haben den Magensäureinhalt dieser wunderschönen... Ich wollte gerade sagen, dass ich da jetzt nicht raufkomme. Damn. Bitte. Ah, oh. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz... Ja, die Dinger, die sind jetzt... relativ uninteressant. Wir holen jetzt erstmal das... 1, 2... Grandabusch!
Ah, genau, sowas brauchen wir hier. Sowas braucht das Welt. Das Welt. Das Weltbild. Und da unten gibt es noch den Gay. Gay-Gay-Gay-Gay-Gen so. Und auch der gibt uns gleich hier unten das Scheiß-Positor. Das ist echt uncool. Vor allen Dingen, ja, weil du uns da wieder wegstößt und alles. Und ah, es ist schön. So. Ich meine natürlich gluck-gluck. Das ähnlich, also einmal ähnlich gibt es unten in der anderen Gasse auch nochmal. Das sind seine King. Oh, nochmal diese Unterwasseraktion. Ich hasse es. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon einige Male erzählt in diesem wundervollen Let's Play. So, das werde ich bestimmt nicht kriegen, ohne rauszugehen. Doch, kriege ich ohne rauszugehen. Ah. Also bitte. Also wirklich mal hier, ne? Kannst dich mal ein bisschen zurückhalten, Keule. Ganz schön ekelhaft. So. Wir gehen nochmal oben rein. Und versuchen. Ihr seht, wir kommen an den Kiemen wieder raus. Oh Gott, wow. Gerade hat so ein bisschen geframed. Muss ich ja mal so. Ich muss wieder warten, bis seine Schraube locker ist hier. Ey, mein Gott. Mach mal hin, Kumpel. Übrigens auch eine sehr schöne Anspielung. Das ist irgendwie so ein Mischmasch, ne? Aus Walhai. Ich meine, ich weiß, dass es einen Walhai gibt. Aber das ist schon lächerlich. So, man kann hier übrigens durchkommen, ohne getroffen zu werden. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir haben da noch zwei Noten vergessen. Die holen wir uns sofort, und zwar hier nach. Denn ich kann kotzen. Wo ist dieser Typ? Wo ist Bottles? Bottles, du verdammter Typ. Oh fuck. Mann, Bottles, das ist ja uncool von dir, dass du hier so einen Scheiß mit uns fabrizierst. Hier kriegen wir den, genau, stimmt, genau. Ja, ja, doch, ich hab mich, genau, hier sollte man den doch haben. Wie man vielleicht sieht. Das würde man sonst nicht so gut überleben. Nein, auf keinen Fall. Mit diesem Move. Schützen sich Kasuis Schulter. Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar. Na klar. Halte einfach den Z-Trigger gedrückt und hoffe auf ein Wunder. Ich hoffe, dass du es schaffst. So, wir machen auch nicht den frischesten Eindruck. Ja, ja, es kostet jedes Mal eine Feder und du kannst halt nur 10 davon tragen. 5 dieser wertvollen Federn. Dankeschön, Keule. Hey, du machst dich die frischesten Eindruck. Gönn dir ein bisschen. Maulwurfsliebe. Oh, yeah. Ihr habt bereits alle Moves gelernt. Geil, ihr seid besser als erwartet. So. Nee, falsch. Immer noch falsch. So, Puzzleteil für uns. So. Okay, das konntet ihr zwar jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe mich auch verbeugt. Nein, nicht so, verdammt. So, ist egal. Oh, dass mich da nichts getroffen hat, das war, ein Wunder. So, mit diesen letzten... Moment, einmal ganz kurz was gucken. Ja, ich weiß, wo die letzten zwei Noten sind. Und die hole ich jetzt mal schnell. Bis gleich. So, dementsprechend, ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Ja, bahnbrechende, überwältigende Erkenntnis von unserem Maulwurfsfreund. Und, ich würde sagen, ja, 30 Minuten, Welt vorbei. Es kam mir länger vor, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja. Ups, das wollte ich nicht. Rein da ins Wasser. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich erstmal nochmal kurz draußen wieder, wenn ich dann die nächste Welt suche, beziehungsweise freischalten werde. So, bis gleich. Oh nein! Oh Mann! An den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. So ein Arschloch. Stirb, du Bastard! Komm in eine bärige Umarmung. Nein, 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 nein! Oh Gott, was mache ich hier? Hm.
glaube es nicht, ey. So. So, und jetzt sind wir draußen. Super. Schön. Fantastico. Die Bestleistung dieser Welt beträgt 100 Noten. Ist das nicht fantastisch? Ich finde es auch fun-fucking-tastisch. Achso, seht ihr? Ich weiß übrigens jetzt, wo der nächste Eingang ist. Und zwar dort unten. Ah, guck mal, wer hier ist. Wusstest du, dass Grundhilde einen Flohzirkus unter ihrer Hexenkluft trägt? Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Lassie hieß. Meine Schwester singt in ihrer eigenen Band Grundis Schützenjäger. Schreckliche Musik. Oh, ihr armen Schatzis, ihr macht nicht den hübschesten frischesten Eindruck. Es ist nicht besser, ja? Ich fühle mich so schmutzig. Ah, mein Hintern. So, hier gibt es einen kleinen Abstecher. Dort hinten gibt es zweierlei. Und zwar einmal... einmal ein Puzzleteil. Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Hause. Nee, gibt's hier doch kein Puzzleteil? War das hier noch? Nee, es gab, glaube ich, nur... Ja, doch, dann gab's bloß das hier. Das ist ja doof. Ne? Ne? Ne. So ein Scheiß. Okay, gut. Wir haben gelernt. Z-Trigger drücken und alles einsetzen. So. Der was ist denn? Bubble Goop Swamp. Mein absolutes Lieblingslevel von allen. Oder? Gibt's da noch ein Lieblingslevel? Noch ein besseres Level? Ah, ich glaube... Nee, ich möchte mich noch nicht festlegen. Ich lege mich am Ende des Let's Plays fest. Und dann, ich kann schon mal so eine vage Vermutung geben. Das eben gespielte Level Clovers... Nee, Klenkers Clovern? Covern? Klenkers Covern, glaube ich, hieß das Level. Also die Namen, da braucht ihr mich nicht jagen. Das, damals konnte ich noch kein Englisch und heute, auch nicht. Doch, heute kann ich schon besser. Viel, viel besser als damals. Ist irgendwie logisch, weil damals war ich, 6, 7, 8, 9, 10... 13. Und ein bisschen. So, wir gehen erstmal, ja, wie beim jedem Mal, gehen wir jetzt erstmal kurz zum Swampump. Ne, zum Swamp, zum. Ne, hier zum. Wie nennt sich das? Hier, das ist auch ein Bastard, sag ich euch, guckt ihr das hier an. Rar! Ah, hier, friss meine Scheiße. Ah, explosive Scheiße, würde ich sagen. Genau so. Nicht anders. Nicht anders. Nee. Bim, bididididim, didim, 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 didim. So, wir sind gleich da. Ihr erinnert euch noch an die netten... wir gehen die Sachen mal langsam an und werden trotzdem getroffen wie ein junger Gott. Oh, diese Kameraführung. Na gut, es liegt aber auch ziemlich doll dran, dass ich... ich müsste meinen gesamten Daumen nach links verdrehen, um eine bessere Kamerasteuerung zu erlangen. Okay. Bubble Gloop Swamp in der nächsten Folge. Ich bin erstaunt, dass es so schnell ging. Doch, ich find's gut. Muss kurz gucken, wo die Maus ist. Da unten. Und dementsprechend Koi Screamer! Ich meine natürlich, die Sendung ist nun vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Tag oder Frühstück. Bis bald, euer Koi!